Da hat aber jemand ganz schön Flashback, also ganz schön Probleme. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Assassin's Creed Black Flag. Danke, dass ihr da eingeschaltet habt. Wie geht es Ihnen? Ihre Unruhe geht bald vorbei. Das liegt am Wiederzulahmen. Das alles tut mir sehr leid. Aber es gab so viele Sicherheitsverstöße. Unruhe durch Wiederzulahmen? Olivier wird vermisst. Er fuhr vor 2 Tagen nach Chicago, aber niemand weiß, wo er ist. Ich weiß, es scheint übertrieben, aber bei unserer hohen Sicherheitsfreigabe sind wir unseren Aktionären gegenüber verpflichtet. Ich verspreche, wir entschädigen sie, wenn der Hacker gefasst ist. Ja. Entspannen Sie sich, okay? Und wenn Ihnen danach ist, sammeln Sie weiteres Material. Ihre Arbeit ist hervorragend. Sie werden staunen, was wir aus Ihrem Material gemacht haben. Bis dahin. Du bist im Bunker gelandet. Nett. Diese Templer da oben überlassen nichts dem Zufall. Ich schätze, wir müssen alle Spuren verwischen, die du hinterlassen hast. Hast du das gehört? Ich glaube, ich habe dir gerade Sicherheitsfreigabestufe 3 verpasst. Yeah. Ich gehe zum Security-Raum und beobachte die Tür zur Serverfarm mit den Kameras. Leider ist Melanie gerade da drin und sobald ich sie rausbegleite, kannst du ungeniert loslegen. Ich würde die Server ja selbst löschen, aber als Chef der IT wäre ich Hauptverdächtiger. Es muss jemand sein, den sie bereits eingesperrt haben. Okay. Ah, diese Templer. Sie steuern unser Leben, weißt du? Sie entscheiden Wahlen, kontrollieren diverse Kapitalmärkte und pflanzen uns winzige Mikrochips ein, damit sie wissen, wo wir sind und was wir denken. Sehr beängstigend. Hey, du weißt, dass du eigentlich eingesperrt bist, ja? Es ist kein guter Plan, nach oben zu gehen. Entschuldigung. Also gut, hör zu, ich betrete jetzt den Serverraum. Wenn wir den Raum wieder verlassen, gehst du rein. Bedienfeld der Kamera. Hacken. Ach, die Scheiße. Dann beginnt das nochmal. Auf wie gesagt, ich hab schon oft genug gesagt, diese Abstergo-Scheiße kann die so verzichten, ey. Sie müssen wirklich nicht selbst hier runterkommen, Miss LeMay. Mein Team wird diese Untersuchung durchführen. Aber Sie können doch jede Hilfe gebrauchen, John. Wir wissen nicht mal, wann die Hacker einbrachen. Das kann einige Wochen dauern. Eine, höchstens. Trotzdem zu lang. Ich kann mein Team nicht eine Woche einsperren. Rechtlich gesehen schon. So steht es in den Verträgen, auch wenn viele sie nicht lesen. Ja, natürlich, aber mir gefällt das nicht. Also, wie geht's weiter? Mein Team bereitet gerade die Daten vor. Heute Nacht beginnt die Analyse. Ehrem Wort. Kaffee geht auf mich, okay? Den Cloud-Server hacken. Ich finde die Templer gar nicht so schlecht. Ich habe mich am Kaffeestand abgesetzt. Finde den Server mit den Netzwerklogs. Da ich jeden einzelnen deiner Hacks protokolliert habe, suchen wir nur nach den Zeitstempeln darauf und tauschen die Daten gegen etwas Harmloses. Warum hat er denn das protokolliert? Ist er dumm? Ob du dumm bist, habe ich gefragt. Wunderbar. Ich aktualisiere deinen Kommunikator mal wieder. Ich habe ein kleines Programm geschrieben, genau für diesen Zweck. Also, das hat wohl geklappt. Probier es aus.
Oh Mann, ey. Ich kann auf die Scheiße echt verzichten. Mann, ey, ich möchte Assassin's Creed spielen und nicht so eine Scheiße hier machen. Alter. Die Scheiße auch noch. Boah, ey, ihr wollt mich doch verarschen. Wupf, das ist so dumm. Das gehört nicht in das Spiel rein. Da ewig drüber aufregen. Ach Scheiße. Es gehört für mich nicht ins Spiel rein. Das ist. Ich bin froh, dass sie das in den neuen Spielen so weggelassen haben. Ich hab nach unten geklickt und nicht nach oben. Ich sag, die Scheiße gehört nicht für mich nicht zu Assassin's Creed. Das ist so eine Sache, ey, dann sollen sie so ein Spiel machen, was in der Zukunft, also was in der Gegenwart ist und bla bla bla, aber. Ey, da verliert man schon wieder die Lust dran. Zu Beginn des tödlichen 18. Jahrhunderts. Mörder und Matrosen verbünden sich und leben nach dem Gesetz des Schwertes. Ohne Regel oder Moral. Ohne Gott und ohne Furcht. Es gibt nur Verrat, Meuterei, Grausamkeit und Ausschweifungen. An goldenen Stränden wartet reiche Beute. In Ausschweifung bin ich dabei. Ihr Leben und ihre Seele, um diese Piraten zu bekämpfen. Benjamin Hornigold, Calico Jack, Charles Vane und Black Bill. Pirates of Nightmare. Powered by Abstergo. Lüsterfall für die Bonoire der Karibien vertraulich. Thema zwischen Führungskräften. Wie die meisten von Ihnen wissen, nehmen wir in 15 Minuten Aktionärstreffen in Chicago. Der Vorstand will unseren Fortschritt kennen. Wir erledigen die wenigen Daten, die wir bis jetzt haben, sind unglaublich. Wir rechnen damit noch. Die Ereignisse, die wir bis jetzt haben, stimmen und so weiter. Das ist die folgende Erfahrung. Eins der Erfolge aller Zeiten überberaten. Klaus Peter. England, Amerika, das machen wir ja. Osmanische Reich haben wir noch nicht. Italienisch hat man schon. Wer bist du denn? Ich kann dich fühlen, Ziffer. Fühlen. Aber kaum berühren. Das Signal ist zu schwach und ich bin zerstreut. Unkonzentriert. Ein Rauschen im Nebel. Schwebe in Netzwerken und Knoten im Nervensystem dieser Welt. Hast du sie? Vielleicht wurde der Tempel zu früh geöffnet. Doch wir hatten keine Wahl.
Die Katastrophe übertönte alle Zweifel. Oh. Wir segnen den Armen dessen. Er gab sein Leben, damit ihr, die Kinder unserer Mühen, leben könnt. Um euer Ziel in unserem zu erfüllen. In meinem. Doch noch ist es zu früh. Meine Kräfte reichen nicht, um ein lebendes Wesen zu bewohnen. Es ist noch viel zu tun. Mehr Proben zu entnehmen. Mehr Artefakte zu finden, bevor mein Wille Wirklichkeit wird. Was ist da los? Sag schon! Vervollständigt mich meine Kinder. Meine Instrumente. Holt mich hervor und erfüllt euren Zweck. Sag schon! Nein, nein, nein! Hier stimmt was nicht! Verflucht nochmal! Ich sollte da sein! Jetzt! In deinem gottverdammten Schädel! Fuck, 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 fuck! Warum hat sie dich verschont? Warum bist du noch da? Animus rückkehren. Hey. Wollte er, dass sie uns tötet? Das war aber ziemlich gemein. Bunkerfreunde! Ja, besser gar kein, besser Bunkerfreunde als gar keine Freunde. Die Anklagen, Sir, verliest sie erneut. Milord, das königliche Gericht beschuldigt die Angeklagten, Mary Read und Anne Bonny, seeräuberisch, verbrecherisch und auf böswillige Art Angriffe und Überfälle auf 7 Fischerboote verübt zu haben. Zweitens, das Gericht legt den Angeklagten zur Last auf hoher See 2 Handelsschiffe verfolgt, beschossen und gekapert zu haben. Kapitäne und Mannschaftsgrade wurden dadurch in Todesangst versetzt. Nein. Edward James Kenway, geboren aus einer Mischehe in Swansea. Vater Engländer und Mutter aus Wales. Mit 18 verheiratet mit Caroline Scott. Inzwischen getrennt. Eine bildhübsche Frau, wie ich höre. Aber nicht wohl auf dieser Tage. Wenn ihr sie anrührt, ihr Bastarde, ich... Es überrascht mich, dich hier zu finden, verwahrlost in einem jamaikanischen Loch. Man erzählt sich, du hättest dich mit dem Piraten Roberts eingelassen. Wenn du weißt, wo das Observatorium ist, sag es uns und wir holen dich unverzüglich hier raus. Rogers kann diese britische Nunde eine Weile zurückhalten. Doch kooperierst du nicht, wird das dein Ende sein. Ihr Mary Read und Anne Bonny... Geht demzufolge dorthin zurück, wo ihr herkamet. Und von dort dann zum Ort eurer Hinrichtung, wo ihr dann einzeln gehängt werden sollet, bis ihr kommet zum Tod. Tod! Tod! Oh, Rotz! Möge Gott in seiner endlosen Gnade sich eurer Seelen gnädig erweisen. Wir sind schwanger! Habt ihr das alle gehört? Zum Teufel, was sagt sie da? Sie plädieren auf ihre Bäuche, Milord. Ei, aber ihr dürft doch keine schwangere Frau hängen, oder? Ich war's nicht. Wenn ihr die Wahrheit sagt, wird eure Hinrichtung ausgesetzt, jedoch nur, bis ihr ausgetragen habt. Dann lasse ich mich wieder schwängern, wenn ihr das nächste Mal anklopft. Entfernt sie! Ob Edward auch auf schwanger plädieren kann? Wahrscheinlich eher nicht. Oh Gott, manchmal. Manchmal zweifle ich an mir selber. Wie ist dein Name? Lump? Kenmore? Conway? Er heißt Walpole, oder? Walpole? Wie kommst du darauf? Das erzählt man sich eben. Der dümmste und dreckigste Pirat, der je in der Karibik kreuzte. Ja, wir hängen mal so ein bisschen ab. Na, wie auch heißen mag. Du sollst ihn leiden lassen, ohne dass er stirbt. Befehl vom Gouverneur. Und bei Dämmerung zurück in den Kerker. Und ihm die Füße marschieren, wenn sie wehtun, ja? Ruhe! Da kommt irgendwas. Da in den Gebüschen. Hey! Ich warne dich! Mach das Ding auf! Ich glaube, die Assassine helfen uns.
Da wackelt's. Der pfeift auch. Ich warne dich. Danke. Guten Morgen, Captain Kenway. Hey. Ich habe ein Geschenk für euch. Mach das Ding auf. Ihr dürft mein Kommen nicht missverstehen. Ich kam nur wegen Anne und Mary und ihr schuldet mir nichts dafür. Doch wenn ihr bereit seid zu helfen, verspreche ich euch sicheres Geleit von hier. Ich brauche Waffen. Ihr wisst, wie man damit umgeht, sagte man mir. Beeilen wir uns. Warum nimmt er nicht die Schwerter von den Toten? Na egal. Bleibt da nicht drin, ey. Das ist mal oberhalb. Aber wollt ihr nicht sterben? Jetzt ist aber hoffentlich tot. Alter! Entschuldigung, hat ein bisschen gedauert. Stand where you are. Hab ich nur den? Ach nee, warte, ich hab noch die Pfeile. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Die haben Spaß, die beiden. Sag Bescheid, wenn ihr fertig seid. Jetzt sucht er einen Gegner. Ach komm. Hat er da jetzt Alarm gegeben? Warum macht er denn sowas? Ah!
Ich finde das cool. Hallo, du hast auch was gewonnen. Ernsthaft? Wie viele Leute sind denn hier? Wie viele Gegner sind denn hier? Das klingt doch, als ob wir den kennen. Das klingt doch, als ob da jemand ist, den wir kennen. Hallo, Wein. Ich habe gehört, dass man dich entdeckt und hergebracht hat. Was ist denn nur danach passiert? Ich wünsche dir Glück, Mann. Warum wir uns noch als Freunde getrennt? Achso, die... Alte Freunde besuchen. Send help! Halt dein dummes Maul! Sonst muss ich es dir stopfen! Das sind ein Bastard im Mörder! Heute stirbst du! Aber wo sollen denn die anderen sein? Egal. Mary? Mary, ich bin's, Edward. Edward? Und wer ist das? Alles gut, Anne. Er ist dein Freund. Was ist mit Mary? Sie ist krank. Und ihr Kind? Die haben es. Weiß nicht, wo. Ich weiß, es schmerzt, my lady, doch wir müssen leise sein. Kannst du gehen? Stütz dich auf, Mary. Na komm. Ich kann nicht. Durchsuch die Zellen! Komm, genauso. Das wird wieder. Und trägt das nicht einfach?
zurück, verdammt, heb deinen Arm. Das geht nicht. Das ist ganz schön traurig gerade. Ich wollte sagen, warum trägt das denn nicht einfach? Es ist niemand hier! Ich gehe nicht ohne dich. Auf keinen Fall. Lass mich runter, Edward. Stirb doch nicht wegen mir. Geh. Das ist zwar eine Schweinerei. Verdammt. Du hättest die sein sollen, die mich überlebt. Mein Teil ist getan. Und deiner? Liebst du bei mir, könnte ich es. Mary. Ich bin bei dir, Kenway. Bei dir. Oh. Verteilen! Durchsucht ihr jeden Winkel! Oh, jetzt kann auf einmal schnell gehen. Jetzt kann auf einmal schnell gehen. Vorher so viele getötet habe. Der läuft. Okay, ich glaube, ich habe nicht alle getötet. Ich glaube, das war das Assassinenfreund. Nix ist. Was ist mit Mary passiert? Was ist? Ist sie tot? Das ist eine dumme Frage. Nein, sie schläft nur. Ganz fest. Oh nein. Oh Gott! Was werdet ihr jetzt tun? Nichts Vernünftiges. Ihr habt sie zwar nicht verdient, aber sie passen euch. Was für eine Metapher. Auf gutes Gelingen, Edward Kenway. Danke für deine Hilfe, mein Junge. Also war jemand ein bisschen betrunken. Gut, aber ich würde sagen, wir machen an der Stelle Feierabend, meine Lieben. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Ich glaube, er ist außer Gefecht. Schreibt es mir in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von... Sequenz 11. Okay. Von Assassin's Creed Black Flag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.